Geh weg, blöde Lava. So. So, ich kann dir mal eben sagen, wie viel ich hab. Ich hab inzwischen 148 Ohr. Ja, da hast du wahrscheinlich eine Rüstung, bist mehr als eine Rüstung voll. Ja, aber ich sammle jetzt halt noch ein bisschen. Ja, das wäre günstig, weil ich brauche auch noch eine Rüstung. Ja, ja, klar. Du hast jetzt die einfache Variante. Ich muss mich hier immer ganz vorsichtig durchbauen, das ist voll gemein. Hätte ich fast was Dummes gemacht? Das finde ich so gut. Ach, jetzt bin ich unten, ey. Das ist immer so komisch, wenn du deinen Charakter nicht mehr in der Mitte bleibt, sondern einfach sich der Bildschirm nicht mehr bewegt, sozusagen. Ich gerne. Ja, komm, schließ ab. Ja, also mit dem Boot ist es schon deutlich einfacher. Ja, der Lava-Charm ist halt das Ausschlaggebende, würde ich mal sagen, an der Stelle. Ja. Weil da drauf laufen bringt ja eigentlich nicht relativ viel. Oh, kannst, ja, du musst halt keine Ebene bauen, ne, um irgendwie drüber zu kommen. Du kannst halt direkt drüber laufen. Das bringt's dir halt. Warten wir ein wenig, bis die Lava abgeflossen ist. Das muss ich gerade auch. Wie ein Pinguin einfach durch die Lava durchspringt. Ich erschrecke mich jedes Mal vor diesem Pinguin, das ist echt unglaublich. Ja, weil der fliegt so komisch rum und da denkst du halt, jetzt kommt voll das Viech und will dich da richtig umbringen und dann haust du da drauf mit deiner Kanone und merkst, das ist nur ein Pinguin. Der will nur spielen! Ach, jetzt nicht sterben. Nö. Alles safe, hab 280 Leben. Ja, wenn du sagst, auch nö, dann bin ich immer ein bisschen vorgeprägt inzwischen. Nee, da war gerade nur wieder so ein Hase. Wir sind so wie eher Ratten oder sowas. Für mich sieht das zumindest so aus. Hase, Ratten macht da nicht wirklich einen Unterschied. Natürlich. Ganz viel. Ja. Nee, war noch so, wo bist du denn? Du bist da unten. Ich bin so ganz unten jetzt, also so wirklich ganz unten. Oh. Sehe ich eigentlich falsch, wenn ich auf Lava springe? Ja, kannst du jetzt bekommen. Okay. Gut zu wissen. Jetzt bei mir, bitte nicht über mir meine, die Lava ab, die Hellstone ab. Ja, ja, klar, nee. Das wäre, Mord. So ein bisschen. So, ich wollte eigentlich. Lol, wir sind am Ende der Map. Ja, sag ich doch. Alter, ich hab's grad gar nicht gecheckt. Das ist komisch, wenn plötzlich der Charakter nicht mehr in der Mitte ist. Das ging mir auch schon mal so. Ich hab gedacht, ich fall grad nicht mehr und dann wollte ich schon nicht springen. Da hab ich's vercheckt. Da ist ja nichts passiert. Nö, nur irgendwie 140 Leben weg. Warte, ich gebe dir kurz den Hellstone rüber. Okay, 228, da haben wir jetzt 43, das sollte für zwei Rüstungen reichen. Ja. Ich teleportiere mich dann mal, ne? Ja. Deswegen gab ich es dir. Also, ja. Die Frage ist, ob sie die anreicht.
Das wollte ich gerade sagen. Wir haben 70 Obsidian, ich glaube nicht. Oh nö. Ja gut, dann Ja, kann ich noch 133 habe was ich noch farmen. übrig. Ich mache derweil schon mal die erste Rüstung fertig, ne? Jo. Wir können ja auch die Pickaxe bauen, die Molten, die brauchen wir nämlich auch spätestens im Hard Mode dann. Da brauchen wir nochmal 20 Bahnen, also 60 für jeden. Also nochmal 120 Ohr. Oh. Yay. Nicht sterben. Ey, ich war gerade nur zu blöd, die Leertaste gedrückt zu halten. Kann ich ja mein Silberzeug hier rausschmeißen? Oh, Teleporter, Wix Teleporter. Ich gerne an. Okay. Ich habe fast kein Gold mehr. Das ist ja sehr gut. So, ich tue dir mal die Ohr am besten hier lassen, bevor ich die irgendwie durch irgendeinen blöden Zufall wegschmeiß. Also wir haben jetzt 134 Ohr und wir brauchen da noch ein bisschen Obsidian. Mal sehen, ob ich das so finde. Das kann ja irgendwie jeder für sich finden. Das kriegen wir schon dahin. Ja. Hier so einen lustigen Effekt, wenn ich hier rumhuppe. Also, ich habe jetzt erstmal die erste Rüstung mir genommen. Du hast ja gerade noch den Schutz da. Ja. So. Also da ist Wasser und es muss jetzt runter zu Lava am besten. So, ich habe hier jede Menge Wasser. Ich weiß bloß nicht, ob unten Lava offen ist. Wir hatten doch unten die schöne Lava, die gerade runter war. Die müssten wir bloß wieder aufmachen und links und rechts dann unten schützen, dass es nicht sonst wohin läuft. Oh, du hast das Wasser schon aktiviert. Na gut. Ich Ja, ein dachte, Teil. Aber da drüben ist noch ein Riesensee. das. Ja, wir haben jede Menge Wasser. Normalerweise müsste der aber noch geschützt sein. Boah! Wollte sagen, ich erstieg nur gerade an dem Wasser, was hier runterläuft. Ich habe es auch gerade gemerkt. Guck mal, jetzt brenne ich auch. Und ich mach Licht. Juhu! Wo fließt denn das jetzt hin, um Gottes Willen? Also da ist jetzt eine riesige Pfütze. Oh, da Das ist eine riesige Pfütze. fließt. Du hast das vergessen, hier unten aufzumachen. Das fließt wahrscheinlich jetzt unten in die Hölle. Und da verdampft es. Ich glaube, da entsteht auch Obsidian. Na gut, ob du da hin willst oder nicht, ist die zweite Sache, ne? Ja. Wo war Joa. das denn? Ja, dort kannst du natürlich auch Obsidian holen, dir. Das geht natürlich auch. Ja, aber das hat gerade mega viel Wasser geschluckt. Das verschwindet einfach. Irgendwie schon, ne? Gerade. Muss ich das verstehen? Weiß ich nicht. Verstehe ich nicht. Warum denn? Ich auch nicht. Ich fange auf jeden Fall drüben mal an und nehme das Obsidian mit, was wir hier noch haben. Ja, ich hole dann von oben mal noch ein bisschen Wasser. Dann musst du aber, ach ja genau, bau den Gang zu, dann kannst du das Ja, Wasser habe ich runterlassen. gemacht. So, Obsidian ist abgebaut. Wasser kann kommen, 25 habe ich hier. Wir brauchen noch mal mehr. Ja, kein Ding, das kommt gleich. Ist übrigens 26 Defense. Und 17% extra Schaden. Mein Legendary Schwert macht 47 Schaden. Dieses Feuerschwert. Das ist einfach übel. So, jetzt Oh. aus. Da hat es kurz geleckt bei mir, sorry. Ja, passt. Ich könnte auch einfach das hier ablassen, fällt mir gerade so auf.
So, da müsste jetzt einiges an Wasser kommen. Wir nehmen nicht das Wasser, was direkt über dem Lava drüber ist. Das könnte man natürlich auch machen, so Theorie halber. Wäre zu einfach, oder? Ja. Aber ehrlich, das haben sie auch bei Starborn verbessert. Das Wasser fließt deutlich schneller. Das ist so übel, wie langsam das hier fließt. Ach, Mann. Moment mal. Ich weiß, warum es hier vorher nicht zuging, die eine Stelle. Da war eine Statue drunter. In der Lava. Ah ja, und die hat man auch kaum gesehen, oder? Ja, genau. Da war eine Vogelstatue und deswegen ging das sozusagen nicht zu. Oh, also da fließt jetzt erstmal. Oh, ich bin schon am Abbauen. Ja, das dürfte eigentlich reichen, was da runterkommt. Oh, ich denke schon. Abbau, 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 Abbau. Ja, oh, ich denke, wir haben genug. Ich nehme einfach mehr mit, man weiß nie, wofür man Obsidian noch gebrauchen kann. Wenn wir schon mal dabei sind. Boah, da kommt aber noch eine ganze Menge. Oh Gott. Da haben wir zu wenig Lava für, glaube ich, bald. Ah, die lassen wir da drüben rein. Dann wird's komisch, glaube ich. Mann! Ich will hier nicht drum rumschießen. Oh. So, meine Lovers alle. Ja gut, ich denke, dass das Obsidian auch reicht. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe genug. Luft. Ja, das denke ich mir auch gerade so. Luft, daran sollte ich denken. In regelmäßigen Abständen. Am besten in gesund Abständen. Ja, oder man baut sich halt einfach ein Luftloch. Ja. Hä, warum muss ich denn hier schon Luft anhalten? Keine Ahnung, weil da irgendwie gerade noch Wasser fließt. Wahrscheinlich ist er wieder nicht ganz aktualisiert. Ja. Also wir haben auf jeden Fall genug Wasser, möchte ich behaupten. Was für ein Riesending hast du denn angebohrt, Mann? Wir brauchten Wasser. Ihr habt doch nicht alles Wasser der Welt. Ja, ich hab den ganzen See da oben fast abgelassen. Oh, jetzt muss ich erstmal gucken, wo das ist hier. Also das war. Aber jetzt ist das Wasser ja, wenigstens zu Ende. Ja. Der See ist weg. See abgelassen. Ja. Aber es passt genau hier rein. Alles gut. Ja, okay. Alter, wie das jetzt aussieht, das sind noch drei so kleine Pfützchen. So machen die Menschen das. Einmal einen ganzen See ablassen. Ja, genau. So gehört sich das. So. Oh, ich habe schon 150, ja. Und ich habe bestimmt noch 50 oder so. Ich muss gleich nachgucken. So, 44... Haben wir nicht gesagt, warum? Ach ne, hier, ich habe nur 25, so. Also, wir haben genug. Boah. So, Moldenhelm. Molden davon und davon. So. Also, wir haben noch genug, um eine Pickaxe zu machen. Jo. Wir bräuchten dann nochmal 16 für die nächste, für noch eine Pickaxe sozusagen. Okay. Ja, kein Ding, holen wir. Wenn wir noch irgendwie Bogen machen wollen oder sowas, dann müssen wir auch noch, müssen wir noch mal 15 Bahnen holen. Ich mache nochmal die erste Pickaxe, ne? Ja. Pointy Pickaxe, toll, 8% Damage, yay.
Das bringt's. So. Hier deine Rüstung. Was hatten die als Set-Bonus? Mehr Damage, mehr Melee-Damage, also Nahkampf-Damage. Boah, krass. Lustigerweise auch die. Der Bumerang und sowas zählt auch als Nahkampf-Damage. Alles klar. Ja, du hast gesagt, du wolltest 1,5 Stunden und die Wende ist rum, ungefähr. Jo. Ja, da würde ich sagen, ja. Da geht's hier dann demnächst weiter. Wir sind ja ordentlich vorangekommen, ich tue ja noch kurz das Zeug. Verstauen. Ja, und ich muss auch sagen, ich bin diesmal nur einmal gestorben. Ja, ganz schön wenig. Das können wir nicht so lassen. Ja, nee. Also für 1,5 Stunden finde ich das schon ganz in Ordnung. So, also wir haben jetzt noch... Ja, wir haben noch 4 Hellstones und 2 Ores. Ja, da holen wir in der nächsten Folge, hole ich da noch was. Jo, würde ich auch sagen. So, bis dahin. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.